Herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Und zwar will ich heute eine Tastatur bei dem Mac 15 einbauen. Was wir erstmal dazu brauchen an Werkzeugen ist das folgende. Das ist zum einen ist das ein sogenannter Tri-Wing oder Y-Wing, das heißt ein Spezialschraubendreher. Der Tri-Wing hat drei Spitzen, ganz wichtig für den Akkuausbau. Des Weiteren brauchen wir einen Torx T6 Schraubendreher, Schraubenzieher. Und ich habe mir hier angeschafft ein Bits Schraubenzieher Set. Und darin befindlich ist der Torx T6. Und zwar ist Torx T6 dieser hier. Und zwar hat er 6 Sterne. Darüber hinaus brauchen wir einen Kreuzschlitz Schraubenzieher, einen normalen Schraubenzieher mit einer Klinge und am besten noch diverse andere Werkzeuge, wie zum Beispiel eine Pinzette, um diverse Verkabelungen leichter lösen zu können. Alles in allem ist das eigentlich fast das Werkzeug und dann machen wir uns ans Werk. Ich mache das auch selbst zum ersten Mal. Genau, deswegen übernehme ich definitiv keine Garantie, wenn ihr das nachmacht. Müsst ihr klinisch vorgehen auf jeden Fall, dann könnte es vielleicht funktionieren. Das werde ich auch machen. So, jetzt zeige ich euch noch, was ich noch bestellt habe. Und zwar habe ich mir bestellt eine Tastatur für einen 15er Mac. Und zwar ist da wichtig, dass die Tasten genauso sind wie auf dem Mac. Offensichtlicherweise, das Ganze kommt so und hat auch eine Rückseite. Von hinten sieht das so aus. Das ist die Verbindung zum Ein-Aus-Knopf. Ist ganz wichtig, dass hier die Taste so ist. Das heißt, manche 15er Macs haben zwei gerade Tasten. Meine Tastatur hat diese Eingabetaste. Das war eigentlich am wichtigsten. Ansonsten passt alles, genau. Ich habe mir noch ein Backlight bestellt, weil die ganze Situation sieht so aus, dass ich Wein über meine Tastatur geschüttet habe. Es stinkt ein bisschen nach Wein und die Tastatur funktioniert nicht mehr. Also wenn euch Wein drüber kippt, am besten an der Seite lösen und nicht zwischenrein aufziehen, weil dann braucht ihr auch ein neues Backlight. Im Internet gibt es eben auch das Backlight mit Tastatur. Das habe ich mir jetzt bestellt. Das liegt dann so drauf und darf nach hinten scheinbar nicht durchleuchten oder wie auch immer. Deswegen habe ich mir das jetzt dazu bestellt. Und auf der anderen Seite, genau, das Plastik ist natürlich auch unter Umständen voller Wein. Genau, deswegen ist natürlich auch super, ein neues zu haben. Dann müssen wir das Ganze nicht putzen und so weiter. Komm, hier, ich mache meinen Mac auf. Ja, funktioniert gar nichts. Hier kann ich die Tastatur hier drauflegen und passt. Wenn ich hoffe, ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht und müsste das nicht direkt wieder zurückschicken. gut. Genau, passt. Nochmal direkt verglichen. Passt. Ja. Wird letzten Endes unter von unten reingesteckt und zugeklebt und alles wieder zugemacht. So. Was darüber hinaus auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, sich ein Blatt Papier zurechtzulegen. Denn wir müssen uns definitiv merken, wo welche Schraube gewesen ist. Genau, aufgrund der Situation, dass es in dem Mac erstens ein Fehlen der Schraube zu einer Katastrophe führen kann, weil es einfach nicht, man kann nicht einfach sagen, hier Schraube weg, kein Problem, sondern man muss sie definitiv aufheben und sich am besten markieren, wo die Schrauben sind. Denn sonst kann das Tage dauern, das Ganze wieder zusammenzubauen. Das heißt, ich mache das so, dass ich mir einfach ein Blatt Papier nehme und hier einfach grob markiere, wo die Schrauben sind. Ganz wichtig, eins der wichtigsten Dinge bei der ganzen Geschichte. Und dann fangen wir demnächst an mit dem Ganzen. Dann bis gleich.